Dann gehen wir mal rein. Tenna mit Freizeitpark. Produziert Dune Seeker. Directed by Swift Shot Films. Ehre, dass du wegen mir Twitch jetzt gemacht hast. Jede Ecke in der Gegend. Schöner Kopf, nicht der Beat. Jede Ecke in der Gegend war mein Freizeitpark. Ich war gestern noch im Kindergarten, damals schon eine Rasselbande. Ja. Ich wusste damals schon, dass ich einander Waffel hatte. Ich hab nur Stress gemacht, Klingelputzen, Kinderkram. Ich hab andere Kinder nur verkloppt, weil ich behindert war. Mama hat. Boah, Klingelkram, ich hab andere Kinder nur verkloppt, weil ich behindert war. Auch geil, schön, dass er nochmal dann sagt, dass es nicht richtig war, ja. Und ja, einfach mal so gesehen reflektiert. Richtig schön. Jeden Tag gesagt, dass ich besonders wäre. Bis sie irgendwann für mich ihr Konto sperrte. Alles, was ich machte, hab ich nur aus einem Grund getan. Weil Papa immer sagte, ich soll runterfahren. Er hat mir gesagt, yeah, du kannst froh sein, dass du anders bist. Dann hab ich ihn im hohen Bogen angepisst. Drauf geschissen, jeder Tag war so ereignisreich. Denn mir fiel jeden Tag eine andere Scheiße ein. Ich hab rebelliert, die Lehrer haben mich ausgegrenzt. Mama war auf Arbeit, ich hab jeden Tag ausgepennt. Boah, geil, Mann. Immer ausgegrenzt und dann, Mama war auf Arbeit und ich hab jeden Tag nur ausgepennt, ja? Ey, wer kennt das nicht? Die Schule schwänzen und diese alte Zeit wieder. Boah, ey, da denkt man doch an seine alte Schulzeit, oder? Also ich auf jeden Fall. Also ich muss da direkt an die alte Zeit denken. Das ist geil, Mann. Schöne zurück in die Vergangenheit Fahrt hier. Ohne Scheiß hier. Marty McFly shit. Ja, Mann, starke Lines. Auf jeden Fall. Sehr stark. Ja, Beat gefällt auch. Natürlich, Kopfnicker. Ist natürlich schön oldschool, ne? Das geht mehr so in die Richtung, die ich natürlich selber auch pumpe halt, ne? Weil ich schon wollte nie wie all die anderen sein, denn ich war dieser Typ, der in deinen Sandkasten scheißt. Jede Ecke in der Gegend war mein Freizeitpark. Ärger mit den Nachbarn war wie Geisterbahn. Dieselbe triste Platte, genauso grau wie heute. Jede Ecke in der Gegend. Jede Ecke in der Gegend war mein Freizeitpark. Ärger mit den Nachbarn war wie Geisterbahn. Und mit meinem Bruder hab ich weggeeifert. Wer macht heute den meisten? So eine schöne Hook halt mit den Scratches, ne, das ist einfach, das ist wieder Hip-Hop to the fullest, das ist halt wieder, ne, da geht das Herz auf, weil das halt wirklich wieder dieses, ja, diese alte Schule aber richtig krass predicted, ja, dieses Wort, Mann, ich liebe es. Stress, sowas passiert, wenn man seine Kinder alleine lässt. Wir wollten Kippen rauchen, wir wollten Partys feiern, wir wollten kiffen, haben besoffen in den Park gereiert. Wir haben gelebt und jeden Augenblick genossen, wenn er was Besseres hatte, dann tauschten wir die Klamotten, es war scheißegal, woher du kamst, wir waren auf. Ah, die Line erinnert mich aber ein bisschen an Sido, ne? Wir haben ihn einfach weggenommen, wenn der was Besseres hatte, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeile, auf jeden Fall. Augenhöhe. Und wenn nicht, bekamst du Finger in die Augenhöhle. Wir haben es nie bereut, egal was wir verbockt haben. Die beiden Brüder aka, die beiden Rotznasen. Wir hatten Spaß dabei, die anderen überm Platz zu jagen. Und zwar egal, wie cool du bist, weil wir noch krasser waren. Ich denk zurück, weil diese Zeit mich heute glücklich macht. Und lach dich aus, weil du nur Bilder von meinem Rücklicht hast. Ich hab's geschafft. Weil mich die Zeit nur noch glücklich macht. Und ich lach dich aus, weil du nur Bilder von meinem Rücklicht hast. Sehr starke Zeile, Mann. Geil, dann auch noch schön, wie das so rangefahren wurde. Guck, das Leben hat es gut gemeint. Versuch, was du willst, doch du wirst niemals mein Bruder sein. Jede Ecke in der Gegend war mein Freizeitpark. Ärger mit den Nachbarn war wie Geisterbahn. Dieselbe triste Platte, genauso grau wie heute. Jede Ecke in der Gegend. Jede Ecke in der Gegend war mein Freizeitpark. Ärger mit den Nachbarn war wie Geisterbahn. Kids schlau genug, um zu leben, was sie träumten. Kids schlau genug, schlau genug, schlau genug. Kids schlau genug, um zu leben, was sie träumten. Kids schlau genug, schlau genug, schlau genug. Jede Ecke in der Gegend war mein Freizeitpark. Bombe. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel gestoppt, ne? Weil da habe ich natürlich auch ein bisschen, ja, Ärger bekommen von euch, ja? Da hieß es, ja, der Brian, der stoppt zu viel. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass es hier okay war und auch bei den anderen, ja, bei den anderen Reactions, die wir gerade gemacht haben, dass da jetzt mit der Stopperei alles cool war. Auf jeden Fall, ich will nicht direkt immer bei jeder Sache stoppen, ja, weil da hat es ja auch schon ein bisschen in den Fingern gebrannt, so, weil ich mir dachte so, boah, ich muss jetzt unbedingt stoppen, so, ja, aber
ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, ja. Ich hoffe, das ist so die gesunde Mitte, ja. Ja, man, direkt supportet und geteilt, ja. Und wenn ihr, natürlich, ne, ist eine Reaction. So, ich reagiere ja darauf, ne. Und wenn es euch natürlich dann gefällt, ja, und wenn ihr das auch so cool findet, dann könnt ihr das natürlich im Nachhinein ja selber dann auch nochmal komplett euch gönnen, ja. Dafür ist ja die Sache da, ne. So, wird direkt mal supported, geteilt, genau, 38 Leute, mega, ja, richtig geil, die Diablo Free Wars Gamer, ja, auf jeden Fall, ich feiere das auch, dass so viele Leute hier einfach am Start sind und weil ich damit auch nicht gerechnet habe, ich habe auch gedacht so, hey, vielleicht 15 Leute, ne, so, das war für mich schon, das wäre für mich schon richtig nice, ja, und das ist schon Geisterbahn, ja, das ist so hier, das ist unser Freizeitpark hier, was ist da los, guter Track, muss direkt den Scratcher auspacken, ja, Mann. So ist es. Ein geiler Song tatsächlich. Geile Message. Siehst du, und hier bekommt man auch direkt Liebe, ne? Geiler Typ. Nee, oder was heißt hier? Geiler Tipp. Kann ich das da jetzt schon zocken? Da geht's ja schon los hier. Ja, man, EA Play für 3,99. Wow, wow, wow. Ja, der Song war auch geil. Auf jeden Fall. Leute, hey. Ihr seid doch auch geisteskrank. Guck mal, wir sind 40 Leute. Das ist doch nicht normal. Leute, das ist kranke Sache auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Also das ist wirklich, das ist Hype gerade. Ja, für mich ist es gerade der Überhype. Ne? Weil 40 Leute ist schon was Krankes. Ja, also für meine Verhältnisse, ich habe nicht mal 1000 Follower. Ja, und wir haben 40 Leute drin. Das ist Bombe. Ja, Leute, Dankeschön. Und so können wir natürlich noch mehr den Leuten hier Liebe zeigen. Ja, das machen wir dann jetzt auch. Also, ich schmeiße euch gleich mal den Link hier rein. Erstmal gebe ich selber mal ein Like. Natürlich auch mal einen Kommentar und ein Abo natürlich auch, ja. So, wenn es euch auch gefallen hat, ja, dann lasst doch gerne mal ein Abonnement da, mal kurz einen Kommentar drunter texten, ja, und ja, einen Daumen nach oben und so, ihr wisst Bescheid, ja, ja, das wäre geil. So, also hier ist dann der Link, den schmeiße ich jetzt auch rein. Ja, Tenna, siehste, guck mal, hat sich doch gelohnt, genau, ne, für jeden hat es sich doch eigentlich gelohnt, dann auch hier mit reinzukommen. Weil ich habe damit sowieso selber auch nicht gerechnet, ja. Leute, geht mal drauf, lasst Liebe da, ja. Ich refreshe gleich das ganze Ding auch wieder. Ja, wir haben jetzt 74, ne, Daumen nach oben. Gucken wir mal gleich, wie es ausschaut, ne. Ich schreibe jetzt noch was rein. So, geiler Oldschool Schiesel. So. Haben wir mal direkt hier einen Kommentar da gelassen. Jetzt refresh ich das ganze Ding. Boah, Junge, Junge, guckt euch mal da an. Hier, wir hatten gerade 74, ja. Merkt euch das. 74. Guckt mal, was jetzt da steht. 83. Leute, das ist doch, ne? Der Hype ist real, Leute. Der Hype ist real. Wir können was bewegen. Ey, wirklich, das ist eins der geilsten Streams jetzt, ne? Heute ist wirklich geil. Ne? Also wirklich, jeder Stream ist geil, ja. Aber umso mehr Leute am Start sind, umso mehr Leute hier die ganze Sache auch noch mitnehmen, ja, und Liebe zeigen, umso geiler ist es natürlich, ne? Ist doch klar hier. Abo auch noch da hier. Ja, Mann. So muss das. Abo noch da und der ist leider nicht mehr da. Abo ist immer weg. Ich weiß nicht, was da los ist. Da kann ich 10.000 Mal draufklicken, aber kein Problem. Das ist irgendwie ein Problem mit YouTube irgendwie. Und aber ansonsten kriege ich ja alles angezeigt, weil ich habe ja abonniert. Ne? Brauchst ja nur einmal drauf und dann geht das. Ne? Kommentar und Liebe dalassen oder hast dir verdient. So ist es. Ja? Und guck mal, das Ding hat jetzt auch nicht über krass viele Klicks. Ne? Deswegen, wir können dagegen steuern. Wir können gemeinsam, ja, stark sein und einfach uns gegenseitig unterstützen, dass das ganze Ding größer wird. Und genau so muss das sein. Genau so. Ja? No. Könnt auch gerne natürlich die Glocke aktivieren, alles. Bei mir ist es halt so, wenn ich die Glocke aktiviere, dann bimmelt mein Handy einfach nonstop. Ja, aber ihr könnt natürlich gerne auch machen so. Supportet auf jeden Fall. Ich dagegen so, ich möchte ja nicht mal unbedingt, dass man bei mir unbedingt die Glocke aktiviert. Ich weiß das selber, dann kriegst du die ganze Zeit ständig immer auf dem Handy. Immer ganz vorne immer angezeigt. Bam, 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 ne? Manche haben dann auch noch Sounds drin und so. Ist halt immer so eine Sache. Du kannst es natürlich auch ein bisschen spezieller machen, ja, dass du halt nicht jede Sache benachrichtigt wirst, sondern halt wirklich die Sachen, wo du am besten haben möchtest. Aber ne, das ist halt meine ehrliche Meinung dazu, wenn man halt jetzt sagt, hier mit Glocke aktivieren. Deswegen sage ich selber, ja, Glocke aktivieren finde ich jetzt nicht so wichtig, ja.
Wichtig ist eigentlich, dass man halt abonniert. Und derjenige, wenn er sowieso Bock hat auf euren Scheiß, dann wird er dann auch schon benachrichtigt werden, ja. Ich werde zum Beispiel immer bei Abos werde ich immer benachrichtigt. Ich gucke immer regelmäßig, gucke ich mal auf Abos und schaue da, was gerade neu rausgekommen ist und so, ne. Ich habe euch ja alle abonniert. Das heißt, ich sehe dann auch direkt jeden, den ich reacted habe, den ich abonniert habe. Und dann sehe ich auch, wenn ihr was Neues gemacht habt, dann kann ich natürlich euch zuvorkommen. Und wenn ich dann am Freitag zum Beispiel dann einen Reaction-Stream mache, dann auch wieder, ne, oder Ghost Friday, wo ich auch andere Sachen mache, kann ich dann natürlich auch schon vorab eure Sachen in die Playlist packen, so, ja. Und danach kommt ihr und sagt dann, hey, Prime, kannst du das und das? Ich so, hey, ich hab's schon drinne, ja. Das kann natürlich auch schon passieren, ne. So, wäre geil, wenn du den anderen gleich noch von mir machst. Machen wir sofort, Penner, machen wir. Mach mal bitte rein, die besten Emotes fehlen hier. Jetzt geht's aber los hier. Junge, du hast ja auch über 2.000 abonniert. Ja, hundertprozentig. Nein, ich hab sogar alle wieder deabonniert, ja, und ich habe eigentlich keine 2.000 mehr abonniert, aber ich gönne halt, ja, und ich abonniere, das ist doch nur abonnieren, Leute, ja, ich abonniere einfach genauso wie mit Follower, ja, was ist schon dabei? Leute, lasst doch Liebe da. Das ist doch, da muss man doch nicht kleinlich sein, ja. Wir supporten uns gegenseitig und zeigen da ein bisschen Liebe. So, genauso wie hier. Ich schmeiße euch nochmal den Link hier rein. Und bam, gib ihm. Ja, Mann. Wisst ihr, hab nur 42 laufende Twitch-Subs. Das ist krass auf jeden Fall. Ja, wisst ihr? Das ist schon eine heftige Hausnummer auf jeden Fall. So, und jetzt, ich war schon lange nicht mehr bei Subway. Jetzt geht's los. Ja, Mann. Ja, die Hirnbrands, was geht ab? Guck mal, du bist jetzt auch da, wo der Hype real ist. Wir haben 38 stabile Leute hier am Start. Das ist doch nicht normal. Ne? Höchste Zahl waren 40. Aber ey, heute geht's auf jeden Fall rund. Ja, heute sind die Leute wirklich heiß. Die haben Bock. Ja, das ist ja gerade die Sache. Wir schaffen es, dass Leute nicht mehr so blöde Sachen dann von sich geben und sagen, yo, warum reactest du auf Newcomer? Das guckt sich doch eh keiner an. Ja, das regt mich am meisten auf, dass es Leute gibt, die halt immer noch einen schreiben und sagen, yo, warum machst du das überhaupt? Warum tust du Newcomer reagieren? Du kriegst doch damit keine Klicks. Und ne, dann sag ich aber, ist mir doch kackegal, Alter. Ja, die Leute, die können sich dann das gerne angucken. Ne? Ich mache immer gerne einen schönen Trailer-Video, baller das auf Instagram hoch, ne? Und lass Liebe da, ja? Und dann kommt doch Liebe zurück von den Leuten so. Und das ist schön, ja? Es ist mir egal, ob das jetzt da jetzt so wenig Klicks dann macht oder so. Ja, wenn ich jetzt vielleicht auf was Größeres reagiere, ja, dann natürlich gibt es natürlich dann, wenn es gerade im Hype ist und so, dann klar, dann kann es ja passieren, dass dann halt mehrere Klicks dann kommen und so. Aber da stehe ich nicht mit meinem Namen hinter. Ja, ich möchte auf jeden Fall hier die Newcomer, die sollen da was bekommen. Ja, und das ist halt das, was ich machen möchte. Dafür mache ich schon die Streams. No, nur für euch, ne, für sonst nichts, Alter. Ich sitze hier, nehme mir die Zeit für euch, ne, und ihr tut mir was Gutes, indem ihr auch dabei seid, ne, und das sehen wir doch jetzt an den Zuschauerzahlen, dass ihr wirklich auch so viel Liebe gibt. Geil einfach. Ich bin einfach sprachlos, ja, obwohl ich so viel laber. So, Leute, hier ist nochmal der Link. Auf jeden Fall abchecken. Ich mache hier nochmal einen Refresh und gucken mal, was wir noch bewirkt haben, ja. Guck mal hier, da haben wir wieder 85. Ja, also, ne, es hat auf jeden Fall was bewirkt. Und das ist schön. Ne, von 74 sind wir auf 85 gegangen. Geil, ja. Die Leute haben Bock.